Deutschen Gesellschaft zu Berlin, liebe Gäste, vor allem aber liebe Frau Sporn. Wir haben uns heute hier im Henry-Ford-Bau der Freien Universität zur Feier des morgigen 298. Geburtstages von Johann Joachim Winckelmann versammelt. Und bevor ich Ihnen die Festrednerin des heutigen Abends, Frau Prof. Dr. Katja Sporn aus Athen, näher vorstelle, möchte ich Sie zunächst alle recht herzlich begrüßen und Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen danken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die seit Winckelmann immer weiter gewachsene klassizistische Begeisterung für die altgriechische Kultur durch erste, wohl am besten als protowissenschaftlich zu bezeichnende Ausgrabungen in Griechenland selbst gewaltig befeuert. Nachdem James Stewart und Nicholas Rivett ganz am Ende des 18. Jahrhunderts das antike Athen im Folioformat in den gelehrten Kreisen Europas im besten Sinne popularisiert hatten, gelangten mit den Parthenon-Skulpturen und den Ägineten in den beiden ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erstmals originale und kontextualisierte Skulpturen der Griechen in zwei europäischen Museen von Rang. Dabei kann die Bedeutung der Elgin Marbles, aber auch der Ägineten für die ästhetisch-künstlerische sowie die jetzt ernsthaft einsetzende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit griechischer Originalskulptur überhaupt nicht hoch genug veranschlagt werden. Vor diesem wissenschafts- und kulturgeschichtlichen Hintergrund ist es fraglos ein schöner Zufall, dass sich Frau Sporn entschlossen hat, am heutigen Abend über das neben dem Tempel der Athena Aphaia und seinem Temenos sicher berühmteste Heiligtum Äginas, nämlich das zentrale Polis-Heiligtum des Apollon am Kap Kolonna, bei Äginas Stadt zu sprechen. Ein weiterer schöner Zufall, und hier beginnt schon mein üblicher Werbeblock, ist der Umstand, dass die Berliner Antikensammlung aktuell im Alten Museum unter dem plakativen Titel Kampf um Troja die Ergänzung der Ägineten durch Thorwaldsen zusammen mit den originalen Zeichnungen von Haller von Hallerstein und Cockerell zeigen kann und ergänzend im Obergeschoss all ihre Denkmäler zum Thema Homer und die Ilias präsentiert. In diesen ägenetischen Festreigen fügt sich dann auch noch auf das prächtigste der Vortrag von Hans Ruprecht Götte vor der Deutsch-Griechischen Gesellschaft am 11. Januar 2016 über passenderweise Ägina abseits von Aphaia und Kolonna. Und zweitens Raimund Wünsche, der am 2. Februar 2016, das wird der erste Vortrag hier 9 Jahre vor der Archäologischen Gesellschaft sein, über die Münchner Ägineten und Thorwaldsen, natürlich im Kontext der gerade genannten Ausstellung, von der ich denke, dass wir sie auch noch im Rahmen der Archäologischen Gesellschaft besuchen sollten. Liebe Frau Sporn, auf die soeben geschilderte Weise scheint mir der Boden für Ihre heutigen Ausführungen gut vorbereitet zu sein und ich bin sicher, dass Sie in uns ein so festlich gestimmtes wie interessiertes Publikum finden werden. Apropos Fest, im Anschluss an den Vortrag gibt es traditionellerweise keine Diskussion desselben, sondern eine mehr oder minder festliche Pompeii Richtung Wieganthaus. Das ist diesmal aufgrund der etwas größeren Entfernung vielleicht für einige etwas schwieriger und insofern wäre es vielleicht nett, wenn der eine oder andere sein Auto für den Transport von Mitgliedern zur Verfügung stellen könnte, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Ansonsten lässt sich das, glaube ich, mit der U-Bahn recht gut bewältigen. Dort findet der Empfang zu Ehren Winckelmanns statt und ich darf hier in dankbarer Vorfreude verkünden, dass uns die Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, Frau Professor Fless, zu den Getränken einlädt und unser stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär des DAI, Herr Dr. Philipp von Rummel, wird uns dann noch einmal gesondert begrüßen. Es gibt überhaupt keinen Grund zu größerer Hektik oder Hetze auf dem Weg dorthin. Wir werden warten, bis alle dort in Ruhe eingetroffen sind, um uns dort dann zu versammeln und festlich einzustimmen. Nun, Frau Sporn, es ist an mir, Sie etwas ausführlicher vorzustellen. Frau Sporn studierte nach dem Abitur in Aschaffenburg von 1989 bis 1997 klassische Archäologie, Philosophie und alte Geschichte in Heidelberg, Athen und London. 1998 wurde sie in Heidelberg bei Tonio Hölscher mit der Arbeit Heiligtümer und Kulte Kretas in klassischer und hellenistischer Zeit promoviert. Für diese Arbeit erhielt sie das Reisestipendium für das Jahr 98-99. Von 2000 bis 2002 war Frau Sporn Assistentin am Archäologischen Institut der Universität zu Köln.
seit April 2007 dann akademische Rätin und Kuratorin der Archäologischen Sammlung der Universität Freiburg, wo sie 2009 auch mit der Arbeit Das Bild am Grab, Grabrepräsentation und gesellschaftliche Werte in außerattischen Grabreliefs des 5. und 4. Jahrhunderts auch habilitiert wurde. Seit dem 1. Oktober 2010 war Frau Sporn dann Professorin für klassische Archäologie an der Universität Salzburg. Das war aber nur ein relativ kurzes Intermezzo, denn im Januar 2013 wurde sie als Nachfolgerin von Wolf-Dietrich Niemeyer dann zur ersten Direktorin der Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts gewählt und trat ihr Amt im Frühjahr 2014 an. Und man kann ja sicher ohne Übertreibung sagen, dass sie damit eine der exponiertesten Positionen in der klassischen Archäologie deutscher Observanz einnimmt. Frau Sporn beschäftigt sich insbesondere mit den Heiligtümern und Nekropolen des antiken Griechenland. Sie ist Teil mehrerer größerer Forschungsprojekte in Griechenland, darunter zur Publikation des Fundmaterials aus dem Heiligtum der Aphrodite und des Hermes in Katosimi, Vianou auf Kreta, sowie des Demeter-Heiligtums in Axos. Und sie hat, das ist sicher keine kleine und leichte Aufgabe, die extrem erfolgreiche Ausgrabung im Heiligtum von Kalapothi übernommen. Ich kann aus ihren wirklich sehr reichen Schriften hier nur einiges, nur wenige nennen. Ich habe bereits die Doktorarbeit erwähnt. Eine Fülle von Aufsätzen, die ausgesprochen übersichtlich auf der Academia-Homepage im Internet zusammengestellt sind und dort auch zum allergrößten Teil heruntergeladen werden können. Ich nenne nur aus letzter Zeit einen Aufsatz über Rituale im griechischen Tempel, Überlegungen zur Funktion von Tempelrampen oder Graves and Grave Markers in a Kark in Classical Crete, Individuum und Gott, Privatbildnisse in griechischen Tempeln. Dann habe ich mir noch herausgesucht, Grabbezirke und Grabmarker im klassischen Griechenland, Typologie und Verbreitung. Aber das Repertoire von Frau Sporn ist keineswegs auf Votive und Grabmäler beschränkt, sondern sie hat auch eine ganze Reihe von interessanten Phänomenen der griechischen Religions- und Kulturgeschichte untersucht, etwa in Lichtblitz, Donner, Blitzeinschlag, der Blitz in Mythos und Kult der Griechen oder das Göttliche im Menschenbild, religiöse Elemente im griechischen Grabrelief. Ich denke, das gibt ein ungefähres Panorama ihres archäologischen, ihres wissenschaftlichen Schaffens und ich darf abschließend meiner großen Freude Ausdruck verleihen, dass sie unserer Einladung hier den Winkelmann-Vortrag des Jahres 2015 zu halten gefolgt sind und darf Sie herzlich bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen. Herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Scholl, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, heute Abend hier bei Ihnen zu sein und Ihnen zu berichten über meine Forschungen, die ich während der 3,5 Jahre waren es dann doch, die ich Professorin an der Universität Salzburg war, geleitet habe an dem Ort Aegina, Colonna. Aegina ist eine 83 Quadratmeter große Insel im Saronischen Golf vor Athen. Die Stadt Aegina war in archaischer bis frühklassischer Zeit eine überaus reiche Stadt und eine große Rivalin von Athen. Perikles nannte sie Aristoteles zufolge etwa einen Eiter im Auge des Piräus. Die meisten verbinden heute Aegina mit den Ruinen des Aphaia-Heiligtums im Nordosten der Insel. Sie sehen ein Bild hier links oben, aber über Jahrtausende hinweg war der Hauptort der Insel auf der anderen Seite, nördlich der heutigen Stadt Aegina, hier oben, auf dem Hügel, der durch die einzelne aufrecht stehende Säule eines spätarchaischen Tempels seinen Namen Colonna erhielt. Bis zu einem Erdbeben im 19. Jahrhundert standen noch zwei Säulen mit Architrav aufrecht. Hier 1765 eine der frühesten Zeichnungen von Reisenden der Society of Dilettanti. Bereits bei Charles Cockerells Besuch 1811 fehlte das Gebälk. Bald fiel auch die zweite Säule und leider die damals noch besser erhaltene rechte hier im Bild. Und jetzt steht eben nur noch dieser linke Stumpf. Cockerell unternahm bereits kleine Sondagen auf dem Hügel, der, wie Sie hier sehen, noch völlig von Schutt und Erde bedeckt war.
Die ersten systematischen Grabungen begannen erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, zunächst mit Adolf Furtwängler. Furtwängler suchte im Zusammenhang mit seinen Ausgrabungen in Afaya, dem Afaya-Tempel vergleichbare Bauskulptur, fand aber stattdessen mit Ausnahme einer Marmorsphinx, die Sie hier in der Mitte sehen, die prähistorische Siedlung, weshalb er enttäuscht aufgab und seine Forschungen nie publizierte. Eine Kopie seines bedeutendsten Fundes von Colonna, der Sphinx, schmückt heute sein Grabmal auf dem Athener Ersten Friedhof. Ich hoffe, Sie können das hier erkennen. Valerio Stais legte immerhin im Jahr nach seiner Grabung, 1894, einen Aufsatz in der Archäologie Ephemeris 1895 vor. Er grub bereits östlich des Tempelfundaments und dokumentierte dort archaische Häuser, Sie sehen rechts auf der Folie eines davon, und darunter liegende prähistorische Mauern in der Mitte, die zu seiner Zeit noch über 2 Meter hoch bis zum Türsturz und darüber hinaus anstanden. Er rief in seinem Beitrag dazu auf, dass der Ort doch systematisch ausgegraben werden solle, etwa von einer der ausländischen Schulen, die in der Zeit bereits in Athen ansässig waren. Es gab bereits die École Française d'Athènes, die französische Schule, und auch das Deutsche Archäologische Institut. Diesem Ruf folgte erst viel später die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München. 1924 entsandte sie Paul Wolters, der gemeinsam mit dem damaligen jungen freien Mitarbeiter, teilweise auch Referenten, der Abteilung Athen des DAI, Gabriel Welter, rechts im Bild, erste Ausgrabungen unternahm. Gabriel Welter sollte die Grabungen bis 1941 mit Unterbrechungen fortführen. Spärliche Aufzeichnungen von ihm sind am DAI im Archiv erhalten. Gemeinsam mit dem Bericht von Stais lassen sich heute die Orte der Ausgrabungen rekonstruieren. Also Sie sehen, dass hier Blatt der Welter-Grabung im Archiv der Stadt Aegina, wo einige Aufzeichnungen von Welter aufbewahrt wurden, die Publikation von Stais, 2 dieser Aufnahmen, man kann das heute korrelieren mit dem erhaltenen Bestand und so sehen, in welchen Kammern, die heute noch erhalten sind, damals ausgegraben wurde. Auch alte DAI-Aufnahmen zeigen den Grabungsort im Jahr 1925. Sie sehen das hier. Man kann auch noch sehen, welche der Steine von damals noch erhalten sind. Das sind die blauen hier. Alles, was rot ist, ist heute weg. Das sind die archaischen Häuser, die auf den Ruinen der prähistorischen Siedlung liegen. Aus diesen ganzen Jahren sind nur aus den Anfangsjahren dieses Projektes von Wolters und Welter Aufsätze publiziert. Die Grabungen an verschiedenen Stellen des Hügels im Ganzen blieben aber unpubliziert. Allerdings legte Welter 1938 ein über viele Jahrzehnte hinweg maßgebliches Buch zu Aegina vor, in dem er die Ergebnisse seiner Ausgrabungen einfließen ließ. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Bayerische Akademie der Wissenschaften die Grabung wieder auf und schickte nun den jungen Münchner Assistenten Hans Walter nach Colonna. Als dieser 1966 auf den ersten Lehrstuhl für klassische Archäologie an der damals wieder neu gegründeten Universität Salzburg berufen wurde, führte er das Projekt von dort aus fort. Seitdem stellt die Grabung Colonna die wichtigste Grabung des Salzburger Institutes dar, an der zahlreiche Absolventen der klassischen Archäologie teilgenommen oder sogar über sie ihre Abschlussarbeiten geschrieben haben. Hier rechts sehen Sie also beide Male Hans Walter, links mit seiner Frau, Frau Walter Caridi, vor dem Gebäude des damals im Bau befindlichen Museums in Aegina, das manche von Ihnen vielleicht kennen. Hans Walter hat die Reihe Alt-Aegina herausgegeben, in der bis zu seinem Tod im Jahr 2011 11 Bände erschienen sind. Entschuldigung, 2001 war er gestorben und bis dahin waren 11 Bände erschienen. Hier der Band mit der Analyse der prähistorischen Stadt von ihm und Florenz Felten
aus dem Jahr 1981. Hans Walter hat über 20 Jahre in Colonna gegraben, in der Innenstadt, an den Stadtmauern und zuletzt in den Ostvorstädten, die uns gleich intensiver beschäftigen werden. Auf dieser Aufnahme von 1969 ist östlich des Tempels und der Blick ist von Osten auf den Tempel geführt, noch sehr wenig ausgegraben. Hier sehen Sie den Vergleich von dem ungefähr gleichen Standpunkt der Aufnahme, wie das jetzt aussieht, beziehungsweise im Jahr 2013. Als 1993 Florenz Felten die Nachfolge von Walter auf dem Salzburger Lehrstuhl antrat, übernahm er zunächst mit Stefan Hiller, also Florenz Felten und Stefan Hiller im Bild, in der Mitte übrigens der jetzige Grabungsleiter Wolfgang Wohlmeier, die Grabungsleitung. Felten grub 2002 bis 2010 am äußersten Westende des Kaps, im sogenannten Westkomplex, dem Ort eines archaischen Kultlokals über prähistorischen Resten und früheisenzeitlichen Gräbern, das derzeit zur Publikation vorbereitet wird und zuvor bereits 1993 bis 2000 in der prähistorischen Innenstadt. Zudem führte Walter Gauss unter seiner Leitung eine Grabung im mittelhelladischen sogenannten Großsteinbau in der Innenstadt durch. Den sehen Sie hier. Die von Florenz Felten ins Leben gerufene Publikationsreihe Aegina Colonna umfasst mittlerweile 6 Bände. Links im Bild der Band von Walter Gauss und Evangelia Ceriaci, der eine wesentliche Grundlage für die mikro- und makroskopische Untersuchung der in Colonna gefundenen bronzezeitlichen Keramik bildet. Diese Folie zeigt Ihnen die Fortschritte, die die Erforschung von Colonna bis dahin gemacht haben, also von den ersten Versuchen zu rekonstruieren, was für prähistorische Ruinen unterhalb des Tempels vorhanden waren, durch Wolters, dann über diese Skizze von Welter, über die Aufnahme sowohl der Ostvorstädte hier und der Innenstadt von Walter, über eine Phasengliederung, die ein schematischer Phasenplan, die Florenz Felten im Jahr 2005 zunächst erstellt hat, hier in einer Publikation von 2007. Ich möchte an dieser Stelle die Entwicklung der prähistorischen Siedlung von Colonna kurz zusammenfassen. Neben der von Walter und Felten gegliederten Phasenabfolge in 10 Städte ist dafür die neue Feinchronologie von Walter Gauss anhand der Analyse von Keramik aus geschlossenen Kontexten relevant. Während die ältesten beweglichen Funde derzeit bis in das Mittelneolithikum zurückreichen, können bis in das Frühhelladikum I, also grob bis zur Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus, kaum Steinbauten, nur Pfostenlöcher assoziiert werden. Colonna I ist hier nicht auf dem Phasenplan. Zur Erklärung, hier oben der Phasenplan, den es bislang gibt, von Herrn Felten. Hier unten die Datierung der einzelnen Städte 1 bis 10 in der Publikation zu den prähistorischen Städten von Walter und Felten aus dem Jahr 1981. In der Publikation von 2007 hat Herr Felten diese Städte schon eher den Phasen zugewiesen als absoluten Daten, die ja sehr schwierig sind zu gewinnen. Und in dem neueren Projekt von Walter Gauss, in dem es um Synchronisierung von, und Feindatierung von Keramik in der Bronzezeit geht, wird eine sehr viel detailliertere Datierung dieser einzelnen Phasen anhand der Keramik vorgeschlagen, dieser Städte 1 bis 10. Die Phasen Colonna 2 bis 4 aus dem Frühhelladikum 2 bis 3 sind baulich dokumentiert, unter anderem durch die sogenannten Korridorhäuser von Colonna 2 und 3. Und Sie sehen hier
ein Modell und Zeichnungen von dem, vor allen Dingen von dem sogenannten Weißen Haus, einem besonders prächtigen Korridorhaus in Colonna. Und Colonna ist bekannt für diese Korridorhäuser. Man kennt sie durchaus aus anderen Orten in Griechenland, aber nirgendwo in einer größeren Zahl als einem. Also Lerna hat eines, Colonna hat in einer sehr kleinen Ausgrabung sind schon drei zutage getreten. Colonna 3 wurde nach der Brandkatastrophe bis in Phase 4, und das ist die rosa Phase, die sehen Sie jetzt hier nicht auf dem Plan, wieder aufgebaut. Erstmals allerdings eine Befestigungsmauer erhielt Colonna 5, und Colonna 5 ist das, was Sie hier rot sehen. Und Sie sehen hier den Schemaplan zu der Anlage von Colonna 5. Diese Phase gehört zu Frühhelladisch 3, das heißt, wir befinden uns hier ungefähr im letzten Jahrhundert des dritten Jahrtausends vor Christus. Die Befestigungsmauer ist hier noch relativ schmal, hat halbrunde, zwingerartige Türme und je einen Eingang im Norden und im Süden. Also Sie sehen hier einen Eingang und hier einen Eingang. Ein System, das in allen nachfolgenden Städten beibehalten wird. Es gab immer mindestens einen Nord- und einen Südeingang. Bereits in Colonna 5 hat der Ort Kontakte nicht nur zur Peloponnes, den Kykladen, Lefkandi und Zentralgriechenland, sondern fertigt bereits lokale kykladische Imitationen an. Für den ersten mächtigen Ausbau der Mauern in der Phase Colonna 6, und das ist, was Sie hier blau sehen, wird eine neue, bis zu 5 Meter mächtige Befestigungsmauer 6 bis 10 weiter im Westen gebaut und die ältere Mauer von Colonna 5 als Vormauer verwendet. Das können Sie gut hier sehen. Das also ist die Mauer von Colonna 5, die über einige Zeit hinweg, über Jahrhunderte hinweg nun als Vormauer verwendet wird. Und die neue Stadtmauer befindet sich dahinter. Hier befinden wir uns bereits am Beginn des Mittelhelladikums. Im Folgenden erweitern sich die Befestigungsmauern aber kontinuierlich nach Osten hin, wobei regelmäßig ältere mit neuen Häusern überbaut werden. In Colonna 7, das ist hellgrün, werden die Toranlagen der Hauptmauer umgebaut und durch Vorbauten entstehen gekrümmte Eingänge, die von Süden kommen. Die neuen Befestigungsmauern sind nun 6 Meter mächtig. Colonna 8, und das ist dunkelgrün, übernimmt weitgehend die älteren Mauern von 7 und führt sie weiter, die nun bis zu 8 Meter stark und 4 Meter hoch sind. Die Eingänge werden zu einem noch komplexeren System, da weitere Tore eingebaut und eckige Türme errichtet werden. Das sieht man hier. Diese Stadt hat Handelskontakte zu Kreta, minoische Keramik wird importiert. In der Folgephase, das ist Colonna 9, diese Ockerphase, wird diese minoische Keramik auch lokal produziert. Es gibt also minoisierende Keramik am Ort. Jetzt wird das gesamte Niveau erhöht, die seit Colonna 6 bestehende Vormauer, also die alte Mauer von Stadt 5, wird erstmals mit der neuen Befestigungsmauer überbaut. Diese besteht aus drei einzelnen Mauern, das können Sie jetzt hier anhand des Schemaplans nicht sehen. Aus dieser Phase stammt der vorhin bereits genannte Großsteinbau, der liegt auch ungefähr an dieser Stelle, ist hier aber vergrößert in der Innenstadt, und ein Schachtgrab, das Sie hier sehen, eine prächtige Kriegerbestattung mit einem Eberzahnhelm und verschiedenen Waffen. Mit den Phasen der Vorstädte wollte sich Hans Walter in einem anderen Band beschäftigen, der jedoch nicht mehr vorgelegt wurde. Daher erscheinen seither die Vorstädte in einer sehr grobschematischen Abfolge, wie Sie hier sehen, einfach in zwei Phasen. Mit Stadt 9 wurde demzufolge die innere Vorstadt angelegt, die äußere mit Stadt 10 am Übergang zum Spätheladikum.
Die Untersuchung und der Erhalt der Bausubstanz der seit Ende der 80er Jahre offenliegenden und im Verfall begriffenen Vorstädte stellt ein Desiderat dar, dem ich mich in meiner Zeit als Grabungsleiterin in der Nachfolge von Herrn Felten am Salzburger Lehrstuhl gestellt habe. Gemeinsam mit der Grabungsassistentin Lydia Berger habe ich 2011 ein Projekt initiiert, das unter dem Titel Mapping Aegina Colonna, Förderung der Universität Salzburg und des INSTAP Philadelphia erfuhr und bis 2014 lief. Ich möchte Ihnen im Folgenden Inhalt und Ergebnisse dieses Vorhabens vorstellen. Es hatte drei wesentliche Ziele: die Erstellung eines neuen digitalen Gesamtplanes, die Erschließung möglicher Ausgrabungsflächen durch geophysikalische Prospektionen und eine Dokumentation der Ostvorstädte, einschließlich einer Schadenskartierung, einem neuen Steinplan, Bauanalyse und Phasenplan, mit dem Ziel der Erstellung eines Restaurierungskonzeptes für die Ostvorstädte. Die Dokumentation wurde von alternativen Datenerfassungsmethoden begleitet. Zur besseren Orientierung über das Areal nahm im Jahr 2011 der griechische Fotograf Simeon Yesafidis mit einer Kamera an einer Teleskopstange, die zwischen 8 und 11 Meter hoch war, also man konnte sie bis 11 Meter herausfahren, Fotos auf, die der Topograf und Geodät Hans Birk, Sie sehen beide hier links im Bild, noch während der Kampagne zu einem allerdings nicht vollständig entzerrten Fotomosaik zusammensetzte. Das Fotomosaik sehen Sie rechts im Bild. Dieses Fotomosaik bestätigte uns, dass der letzte Gesamtplan an verschiedenen Stellen Probleme hatte, etwas verzerrt war, weswegen wir eine neue händische Bauaufnahme unternahmen. Im Folgejahr konnte ich Kollegen des interfakultären Fachbereichs Geoinformatik und des Zentrums für Geoinformationssysteme der Universität Salzburg unter Leitung von Josef Strobel für eine Kooperation gewinnen. Mittels eines Hexakopters wurden aus verschiedenen Flughöhen nach einem zuvor berechneten Flugplan, den sehen Sie rechts im Bild, eine definierte Anzahl von Bildern aufgenommen. Den Hexakopter mit den sechs Beinen sehen Sie links oben im Bild, links unten beim Flug. Diese Bilder wurden dann gerechnet und wurden zu einem digitalen Geländemodell zusammengepasst. Dieses Geländemodell, das Sie hier sehen, wir haben drei Geländemodelle gemacht, wurde mittels des Fluges dieses Hexakopters aus 100 Meter Höhe mittels 56 definierter Aufnahmepunkte zusammengesetzt. Das also ist das Geländemodell, und von diesem Geländemodell ließ sich dann ein Orthofoto erstellen. Das Orthofoto haben Sie alle schon gesehen, es war auf der Einladungskarte darauf. Es ist also kein Luftbild, wie man vielleicht zunächst meinen würde, sondern es ist eine lotgerechte Aufnahme der Oberfläche. Also jeder Punkt, den Sie hier sehen, ist wirklich senkrecht über dem Ist-Zustand. Und das hilft natürlich ungemein, um Pläne zum einen zu verifizieren, aber auch um gewisse Dinge zu dokumentieren. Man ist dann erschreckt, wie viel doch manchmal falsch gelaufen sein kann, ist aber auch wieder froh, wenn man sieht, wie viel gut dokumentiert war und richtig war. Dieses Orthofoto kann dann in verschiedener Weise verwendet werden. Es ist eine Grundlage, mit der man dann weiter arbeiten, aber auch spielen kann. Man kann es beispielsweise anaglyph darstellen. Das heißt also, man kann es dann mit 3D-Brillen sehen. Wir haben einen Abzug davon dem Museum der Stadt Aegina zur Verfügung gestellt, und das erfreut nun Schulkinder der Stadt, aber auch das Geophysikteam und Mitarbeiter der Grabung rechts. Man kann dieses Modell auch als bewegliches Modell im Rechner sich darstellen lassen, und man kann es auch 3D ausdrucken. Also das sehen Sie hier unten. Wir haben es einmal für die Universität Salzburg 3D ausdrucken lassen.
In den Jahren, das war also der eine Teil der alternativen Datenerfassungsmethoden. In den Jahren 2012, 2013 unternahm Harald Stümpel von der Universität Kiel an ausgewählten Flächen geophysikalische Prospektionen mit den drei gängigen Methoden, der Magnetik, dem Radar, also Geomagnetik, Georadar und Geoelektrik. Nur die Geoelektrik brachte nennenswerte Ergebnisse, die Sie hier sehen, besonders den vermuteten Verlauf der Fortsetzung der hellenistischen und römischen Befestigungsmauer nach Süden. Dieser Teil der Befestigungsmauer war bereits bekannt, aber man konnte sehr gut sehen durch die Analyse dieser Geoelektrikbilder, dass es große Widerstände hier im Süden gab, die einigermaßen linear verlaufen, die dafür sprechen lassen, dass an dieser Stelle wirklich auch noch Teile unter der Erdoberfläche erhalten sind von der Mauer, die an irgendeiner Stelle hier Richtung Turm, der noch erhalten ist, geführt haben muss. An dieser Stelle sieht man eine gewisse Verdickung, die entweder auf einen, also das vermute ich, auf einen Turm oder auf ein Tor zurückzuführen ist. Hier würde es sich also lohnen, eine kurze Grabungssondage anzusetzen. Für den georeferenzierten Gesamtplan hatte bereits Walter Gauss grundlegende Vorarbeiten geleistet. Er hatte bereits mehrere hunderte von Plänen und Planskizzen aus alten Grabungen zusammengetragen und georeferenziert. Wir haben noch weitere Pläne digitalisiert und eingehängt. Bereits im Jahr 2011 erfolgte eine Schadenskartierung in den Ostvorstädten. Das sehen Sie hier. Alles, was Sie rot sehen, ist an den Stellen, sind die Mauern unterspült durch ständiges Regenwasser. Sie müssen sich vorstellen, die Grabung liegt seit über 20 Jahren mehr oder weniger offen. Sie wurde bereits von Hans Walter partiell restauriert und später auch von Florenz Felten, aber sie liegt offen und es handelt sich, wie Sie hier auch schon sehen und vorher auch gesehen haben, natürlich um Bruchsteinmauern und Bruchsteinmauern sind sehr gefährlich und auch schwierig in dem Erhalt. Also bereits 2011 hatten wir diese Schadenskartierung vorgenommen. Im Jahr 2014 war der neue, mit Handaufmaß aufgenommene, aktuelle Steinplan der Ostvorstädte weitgehend abgeschlossen. Bereits im Jahr 2012 verstärkte die Schweizer Bauforscherin Alexandra Tanner von der ETH Zürich unser Team. Gemeinsam dokumentierten wir dann die Mauern in den Vorstädten in einzelnen Mauerblättern. Sie definierte dann 10 Mauertechniken, je nach Steingröße, Beschaffenheit, Material und Anordnung der Steine. Es handelt sich dabei nicht um eine Typenreihe, sondern nur um eine Beschreibung von verschiedenen Techniken. Was Sie hier sehen, sind die Techniken A bis C. Ich möchte das auch im Detail jetzt gar nicht vorstellen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie vielleicht bei einem Glas Wein dann später dazu fragen. Sie sehen aber hier eine Zeichnung und ein Foto von einer dieser Mauern. Das ist eine Technik dieser relativ großen Steine, die mit kleinen Füllsteinen hinterlegt sind, die Hans Walter bereits in der Innenstadt beobachtet hat, die typisch sind für eine Phase der Innenstadt, nämlich für Kolonne 8. Gemeinsam auch mit dem verwendeten Steinmaterial. Das half später bei der Einordnung dieser Mauern, auch bei der zeitlichen Einordnung dieser Mauern. Wir haben zur Klärung mancher Anschlüsse, mancher Verbindungen von Mauerstücken auch Reinigungen durchgeführt, Tiefenreinigungen, die im Jahr 2014 von Melissa Vetters, der damals neu an die Universität Salzburg gekommenen Assistenzprofessorin, durchgeführt wurden. Bei der Zeichnung ausgewählter Maueransichten fiel Alexandra Tanner auf, dass offenbar bisweilen antike Lehmmörtel noch in den Mauerfugen vorhanden war. Vassilis Kilikoulou vom Demokritos-Institut für Naturwissenschaften in Athen untersuchte diese im Jahr 2013 und 2014 und stellte fest, dass es sich um lokalen Lehmmörtel, also keinen Kalkmörtel, sondern Lehmmörtel, in ähnlicher Zusammensetzung handelt wie der Mauerputz, der auch an manchen Stellen noch dokumentiert ist.
Dieser Mauerputz, den beschreibt Hans Walter bei der Ausgrabung in den 80er Jahren als an manchen Stellen noch in 10 cm Stärke erhalten. Das ist mittlerweile leider nicht mehr der Fall. Man kann ihn aber an manchen Stellen, die etwas geschützter liegen, immerhin noch etwas besser sehen. Im Jahr 2013 zunächst in einer Probe gefundene Beimischung von Tierhaaren bei diesen Mörtelfragmenten, was auch heute übrigens noch zur höheren Elastizität im Orient verwendet wird, eine Beimischung von Tierhaaren, erwies es sich aber bei einer größeren Probenmenge von 20 Stück an Mauern verschiedener Techniken als wohl zufälliger Einzelfall. Wir können also nicht sagen, dass grundsätzlich in Colonna diese Technik angewendet wurde. Alle anderen Mauern haben keine Beimischung von Tierhaar gehabt. Yannis Basiakos vom gleichen Institut für Materialwissenschaften definierte Zusammensetzung und Herkunft der verwendeten Steine in Colonna. Es handelt sich dabei, mit Ausnahme von einem Marmorfragment, ausschließlich um lokales Kalk- und Vulkangestein. Die Verwendung dieser Steine wurde in charakteristischen Mauern wiederum dokumentiert, da auch hier auffällig ist, dass etwa Vulkangesteine in der Spätbronzezeit weniger vorkommen als zuvor. Eine Detailstudie widmete sich Haus 7 in der inneren Vorstadt mit einem in der Ecke eingebauten Töpferofen. Den sehen Sie hier in dem heutigen Zustand. Hier sehen Sie das Haus, unter dem Schutzdach befindet sich der Töpferofen und das ist eine Aufnahme bei Ausgrabung. Das Töpferhaus liefert wichtige Anhaltspunkte für die Bestimmung der Datierung und Funktion dieser Phase der Vorstadt. Die ursprüngliche Analyse und Rekonstruktion des Töpferofens, einschließlich des nun im Museum Egina ausgestellten Modells, das Sie unten sehen, stammt von Georg Praschak, der zur Zeit der Ausgrabung 1986 eine Professur für Keramik an der Fachhochschule für Design in Linz innehatte. Einige Details seiner Rekonstruktion, Sie sehen eine Zeichnung hier links oben, werden in kleinen Punkten korrigiert werden müssen, etwa die gebaute Kuppel mit dem Loch, Sie sehen das auch hier, dem Loch, das er sich wieder verschließbar vorstellte, zum Bestücken des Ofens. Nach neueren Untersuchungen wurden die Kuppeln solcher Öfen für jeden Brennvorgang neu gebaut. Hier übrigens noch eine 3D-Modellierung von dem Ofen. Es handelt sich um einen sehr kleinen Töpferofen mit runder Lochtenne von Typ des Upright Shaft, also des aufrecht strebenden Feuers, mit extrem kleinen Innenmaßen von etwa 1 Meter auf 1 Meter. Öfen dieses Typs sind eher festländischen Ursprungs, gute Vergleiche sind etwa von Kira belegt. Und man kennt sie dort ab der Phase mittelhelladisch III. Im Ganzen sind aber bislang wenige mittelhelladische Töpferofen bekannt. Auf Kreta, wo frühe Töpferöfen und auch frühere als diese im Allgemeinen belegt sind und auch ausgegraben und teilweise auch gut publiziert sind, kommt der Typ erst im Spätminoisch III vor, also sehr viel später. Dies ist insofern wichtig, als in einem benachbarten Haus eine minoische Töpferscheibe gefunden wurde und sich die Frage stellte, welche Art der minoische Einfluss hier genau war. Gab es etwa Minoa auf Aegina, was bereits einmal diskutiert wurde von Wolf-Dietrich Niemeyer. Die aus der Grabung von Hans Walter 1986 aufbewahrte Keramik wurde unter der Leitung meiner Kollegin Lydia Berger in Kooperation mit Walter Gauss, den Sie hier sehen, mit Studenten untersucht. Insgesamt waren von der Grabung 74 Scherben aufgehoben worden, die zwar 7 verschiedenen Fundgruppen zugewiesen waren, aber sowohl diejenigen im Fußboden als auch in der Füllung gefundene Keramik stammt ausschließlich aus der Keramikphase I und das ist gleich Colonna 9. Die Analyse des Mörtels vom Ofenverputz, innen, außen, am Brandloch, an der Tenne und an der Wand, wurde 2013 von Vassilis Kilikoglou unternommen.
Nachuntersuchungen erfolgten 2014 von Evangelia Kyriazi vom Fitch Laboratory der British School at Athens. Die Untersuchungen von 2013 hatten annehmen lassen, dass der Ofen mit dem erhaltenen Verputz bei maximal 600 bis 700 Grad befeuert wurde, da im Lehmmörtel Pflanzenrückstände waren, die bei höheren Temperaturen verbrennen. Das sehen Sie hier unten. 2014 hat Kyriazi dann Untersuchungen an 20 Tonobjekten vorgenommen, die mitunter in einem nahegelegenen Brunnen gefunden wurde. Auch Töpferschlacke mit dem Ziel einer Definition der Fabric Structure, also der Materialzusammensetzung des Tons und der Brenntemperaturen. Untersucht wurden unter anderem lokale matt bemalte Keramiken, die alle bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wurden, ungefähr 1000 bis 1050 Grad. Also es wurden natürlich nicht diese Gefäße untersucht, die habe ich Ihnen nur daneben gestellt, dass Sie sich vorstellen können, wie diese lokale matt bemalte Keramik von Aegina aussieht. Unsere Proben sahen so aus, Sie sehen sie oben die Ansichten und hier sehen Sie die Detailaufnahmen. Also diese Keramik kann nicht in diesem Töpferofen gebrannt gewesen sein. Sie hätte es sowieso nicht sein können. Sie sehen, dass diese Gefäße sehr groß sind und die passen überhaupt nicht rein. Also da passt ein Gefäß hinein in den Ofen und dann wäre der Ofen auch voll. Sie hat aber auch die minoisierende Keramik untersucht, weil eine Vermutung ja war, dass vielleicht die minoisierende Keramik hier gebrannt wurde. Die Proben dieser minoisierenden Keramik haben immer, und das ist natürlich Kamares-Stil-Keramik, die Proben der minoisierenden Keramik haben immer die gleiche mikroskopische Zusammensetzung, besonders kalkhaltig mit Mikrofossilien, wahrscheinlich Mineralien in Verbindung mit aegenetischem Vulkangestein. Also die sind wirklich lokal mit lokalem Lehm gebrannt worden. Zwei dieser Proben, das sind 1 und 3, wurden bei niedrigen Temperaturen gebrannt, nur um die 700 bis 800 Grad, im Gegensatz zu Probe 2, die über 800 Grad gebrannt wurde. Diese Probe 2 unterscheidet sich auch in der Zusammensetzung. Es handelt sich um einen ähnlichen Ton, aber er enthält gröbere Serpentinitstücke, was aufgrund ihrer runden Form wahrscheinlich eine Temperazusetzung an feinen Kalklehmmörtel bedeutet und eine typisch kretische Praxis darstellt. Eine neue Untersuchung des Mörtels am Brennkanal durch Kyriazi ergab dann, dass der Ofen doch etwas höher als ursprünglich angenommen gebrannt wurde, nämlich bei 700 bis 800 Grad. Er diente also möglicherweise zum Brand gerade dieser minoisierenden Keramik und anderer Tonprodukte, nicht aber der aegenetischen matt bemalten Keramik. Die Anwendung minoischer Praktiken, die Töpferscheibe, die in einem Nebenraum gefunden wurde, die Temperazusetzung, zum Beispiel bei Verwendung eines festländischen Ofentyps darf man wohl so interpretieren, dass entweder Minoer auf Aegina arbeiteten, aber keinen Ofenbauer ihrer Präferenz fanden und sie selbst so einen Ofen nicht bauen konnten oder wollten, oder lokale Handwerker auf Kreta erlernte Praktiken anwendeten. Das ist ein weites Feld, über das man auch sprechen kann, was die Architektur und andere Details in Colonna betrifft. Ein weiteres minoisierendes Element im Töpferhaus stellt ein Kernos dar. Sie sehen so ein Beispiel eines solchen Kernos, man kennt sehr viele von Ihnen von Kreta. Die Funktion dieser Kernoi ist umstritten, in der Regel werden sie als Opfersteine gedeutet, bisweilen wurde aber auch angenommen, dass es sich eher um Spielsteine handelt. Interessant ist, dass dieser Stein hier auch in diesem Töpferhaus 7 in Aegina gefunden wurde, in Colonna gefunden wurde, und dass es solche Kernoi in festländischen Griechenland kaum gibt. Also auf Kreta gibt es sehr viele von ihnen. In Festlandsgriechenland ist mir derzeit nur
außerdem Exemplar hier und zwei weiteren kleinen Fragmenten von Colonna, ein Exemplar im Palast von Dimini in Thessalien bekannt und ein Exemplar in Agios Konstantinos in der Argolis, was genau gegenüber von Aegina liegt und einer der ersten Anknüpfungspunkte von Aegina Colonna zu der Argolis darstellte. Die Gesteinsprobe, die wir unternommen haben, bestätigte aber die Vermutung, dass er aus lokalem Andesit gefertigt ist. Bisher habe ich die objektiven Mittel der Dokumentation und Untersuchung besprochen. Im Folgenden stelle ich nun erstmals einen Versuch von Alexandra Tanner und mir vor, anhand der bautypologischen Analyse eine relative Abfolge der Bauphasen zu rekonstruieren und sie nach Möglichkeit in die chronologische Entwicklung einzubinden. Dieser Versuch bleibt in vielen Punkten hypothetisch und ist auch als ein vorläufiger Stand anzusehen. Es kann nur selten auf absolute Datierungen zurückgegriffen werden. In der bisherigen Forschung, die auf Hans Walter basiert, wurde lediglich pauschal postuliert, dass die Innenstadt gleichzeitig, also die innere Vorstadt, gleichzeitig mit Colonna 9 ist und die äußere Vorstadt gleichzeitig mit Colonna 10. Aber eine feinere Gliederung wurde nicht vorgeschlagen, im Gegensatz zu der gesamten Innenstadt, wie Sie vorhin ja schon gesehen haben. Alle Ausgrabungen in den Ostvorstädten, und auch das haben Sie vorhin schon gehört, von Stais, Welter und Walter sind unpubliziert. Während Unterlagen von Stais überhaupt nicht vorhanden sind, sind Unterlagen von Welter auf wenige besonders frühe Aufzeichnungen beschränkt. Allerdings hat die Witwe von Hans Walter, Elena Walter Caridi, und sein unpubliziertes Rohmanuskript von Hans Walter aus den späten 80er Jahren zur Endpublikation der Ostvorstädte und die Skizzenbücher zur Verfügung gestellt. Dieses Material enthält jedoch keine kontextuelle Publikation der Fundkeramik, sondern stellt eine Interpretation unter Berücksichtigung von Funden dar, deren Datierung nach einem chronologischen Gerüst der 80er Jahre natürlich vorgenommen wurde. Sie müssten nun mit den Ergebnissen der Untersuchungen von Walter Gauss zur mittelhelladischen Keramik von Aegina abgeglichen werden. Auch die mykenische Fundkeramik aus den Vorstädten ist noch nicht vorgelegt, aber der jetzige Grabungsleiter, Wolfgang Wohlmeier, bereitet ihre Publikation vor und führt begleitend einige Sondagen durch. Absolute Datierungen stehen uns somit zum jetzigen Zeitpunkt kaum zur Verfügung, nur punktuell durch Auswertung der Stellen, an denen die Reinigungen vorgenommen wurden und der Keramik, die wir bearbeitet haben aus dem Töpferhaus 7. Diese werden berücksichtigt, um chronologische Ansätze herzustellen, in welche die relative Bauabfolge eingehängt werden kann. Nicht jeder Bauabschnitt ist natürlich eine neue chronologische Phase, das ist klar. Damit kann zwar keine Verbindung zwischen der inneren und der äußeren Vorstadt hergestellt werden, aber es klärt sich immerhin etwas mehr die Anbindung der inneren Vorstadtmauer an die Mauern der Innenstadt von Colonna. Noch eine kleine Vorbemerkung. Bei der Phasengliederung wurden Höhenangaben berücksichtigt, sofern sie heute vermessen bzw. von alten Plänen bekannt sind. Höhen von Fußbodenniveaus sind weniger gut dokumentiert. Die Unterkanten der Mauern haben bei direkt angrenzenden Mauern eine große Aussagekraft, ansonsten aber durch den immensen Terrainanstieg in Colonna nur eine geringe. Die Oberkanten von Mauern sind wichtig, wenn eine den Mauersockel abschließende Schicht erkennbar ist, zum Beispiel durch erhaltenen Lehmziegelaufbau. Diese ganzen Mauern der Innenstadt hatten einen Steinsockel und einen Aufbau von Lehmziegeln, die an vielen Stellen bei der Ausgrabung sehr gut dokumentiert waren, die heute aber natürlich nicht mehr erhalten sind. Ich zeige zur besseren Veranschaulichung hier eine Zeichnung aus den Skizzenbüchern von Hans Walter. Der aktuelle Steinplan dient als Grundlage für den neuen Schemaplan, den Sie hier in Blau sehen. Die Informationen wurden ergänzt durch Einbeziehung älteren Plan- und Fotomaterials, also Auswertung älteren Plan- und Fotomaterials.
Teils sind die Mauern heute schlicht eingestürzt, teils aber abgetragen, um an ältere Schichten zu gelangen. Teils, und dies ist besonders problematisch, sind Mauern wieder aufgebaut. Das kann passieren, wenn man reinigt. Eine Mauer ist zusammengestürzt und die Arbeiter, die Gutes wollen, finden Steine und versuchen, sie wieder hinzusetzen. Und nach ein paar Jahren ist plötzlich eine Mauer da, die zuvor nie da gewesen ist. Also da muss man wirklich unheimlich vorsichtig sein. Was Sie hier sehen, sind die Ergänzungen in Rosa, die Ergänzungen, die wir an Mauern vornehmen konnten, also Mauern, die dokumentiert sind in alten Plänen oder in alten Fotos. Übrigens über einem Luftbild der Reichswehrmacht vom 13. Juli 1941, das auch entzerrt wurde und das wir in der AutoCAD-Datei über das Orthofoto gelegt haben. Jeder einzelne Mauerabschnitt, der durch Fugen definiert ist, hat im Folge eine Mauernummer bekommen. Die müssen Sie jetzt nicht lesen, das ist auch egal, aber Sie sehen, dass alle diese Mauern, diese kleinen Mauern, dass sie eine kleine schwarze Schrift haben. Und wir haben auch die Benennungen, die Hans Walter in seinen Unterlagen verwendet hat, auch übernommen. Auch das muss Sie jetzt nicht näher interessieren, nur vielleicht nochmal zur Orientierung. Dieses Töpferhaus 7 ist dieses hier. In der inneren Vorstadt lagen bereits vor der Anlage von großen Festungsmauern um die Vorstadt Gebäude. Wahrscheinlich gleichzeitig mit Kolonna 8, das ist die Keramikphase H, mittelhelladisch 1 also, entstand eine Bebauung mit zum einen mit größeren und nicht bestimmbaren Strukturen, etwa dieses Haus hier, was Hans Walter als Haus 9 bezeichnet hat, aber auch mit kleineren Räumen direkt vor der Mauer der späteren Stadt 9. Eventuell entstand während dieser Zeit bereits zum Schutz dieser Strukturen eine Art Umfriedung, die Sie hier sehen, die aber eine sehr geringe Stärke hat, maximal 1 Meter. Noch älter als diese Strukturen, die Sie hier in dem Hellgrau sehen, sind andere, die Sie in Schwarz sehen. Älter heißt, sie liegen entweder darunter oder, weil sie direkt daneben liegen, in einem tieferen Niveau und müssen früher als diese entstanden sein. Ob das früher als Phase 8 ist, also bereits Phase 7 oder in einer früheren Phase in 8, das ist unbekannt. In einer fortgeschrittenen Phase der etwa 100 Jahre umfassenden Stadt Kolonna 9, in der die Innenstadtmauer selbst wohl mindestens eine Erweiterung erfuhr, das ist die Keramikphase I und mittelhelladisch 3, entstand die neue Befestigungsmauer der Vorstadt. Wieder mit Eingängen im Norden und im Süden, hier im Norden, da im Süden. Sie ist circa 2,50 Meter stark und besteht aus weitgehend geraden Abschnitten, aber auch einem auffälligen Knick in der Anlage. Nun beginnt ein erstes System mit direkt an diese Mauer herangebauten Kammern, die ungefähr gleich groß sind. Die sind so um die 3,50 Meter auf 3 Meter groß. Etwas mittig des gut erhaltenen Abschnitts, der im Bereich dieses Knicks, wo eine Lücke im Kammersystem war, diente womöglich eine 5 Meter breite Struktur als Baurampe für den Transport der Lehmziegel für das aufgehende Mauerwerk der Befestigung. Das ist eine Hypothese. Bislang wurde das immer als Rampe, als mykenische Rampe gedeutet, aber aus Gründen der Abfolge kann diese Rampe nicht so früh sein. Es ist auffällig, dass die nahegelegene Siedlung in Galatas in der Troizenia, also in der Argolis, auch eine ähnliche Struktur aufweist, die dort als Weg gedeutet wurde, was auch nicht ganz befriedigend ist, weil es einen Niveauunterschied gibt von 5 Metern, glaube ich. Also man kommt hier unten an und der Hügel ist selbst sehr viel höher, also es kann eigentlich kein Weg sein. Das ist eine Hypothese, dass es sich hier um eine Baurampe handelt. Ich kenne keine anderen Anlagen dieser Art. Es ist aber wirklich sehr auffällig, dass gerade in der Nachbarschaft auch so eine Anlage ist.
Zum Vergleich von solchen Kammern, die direkt an die Mauer, an die Befestigungsmauer herangebaut sind, gibt es einige Parallelen in der Ägäis. Ich zeige Ihnen hier eine auch zeitlich nahegelegene Anlage in Malthi in Messenien. Im Süden wurde ein Eingang in der neu geschaffenen Vorstadtmauer südlich von Haus 1 angelegt. Ich hatte das bereits gesagt. Direkt daneben lag das Schachtgrab, das entweder gleichzeitig oder kurz nach der Stadtmauer errichtet wurde, noch ohne Ummantelung. Ob es in dieser ersten Phase einen Erdhügel hatte, wie Kilian Dillmeier und Hans Walter annahmen, bleibt dahingestellt. Solche Erdhügel sind sonst nicht belegt und es gibt auch andere Probleme mit diesem Hügel dort. Offenbar war die Innenstadt zu dieser Zeit bereits partiell aufgehört und überbaut. Einige Häuser, das sehen Sie hier, werden in diese Zeit datiert durch die Forschungen damals von Hans Walter und Florenz Felten. Das Kammersystem an der Innenseite der Vorstadtmauer wurde in der nächsten Phase geschlossen und nach Süden erweitert. Auch außen an die Innenstadtmauer von Stadt 9 wurden Kammern ungefähr gleicher Größe angebaut. Das eine dieser Häuser wurde von Hans Walter an das Ende des Mittelhelladikums datiert. Die Datierung wäre aber, wie auch andere Datierungen, wie gesagt, noch einmal zu korrelieren mit den neuen Datierungsansätzen. Die Vorstadtbefestigung wurde nach außen verstärkt und Bastionen angelegt, mindestens eine hier, aber wahrscheinlich eine zweite auch hier. Zudem wurde der Südeingang verschlossen. Eventuell gab es weiter südlich einen zweiten Eingang. Die Belege dafür sind aber sehr spärlich. Der Eingang im Norden war beibehalten worden. Die Verbindung dieser Phase mit Kolonna 10, wie sie hier vorgeschlagen ist, ist hypothetisch und beruht auf der Annahme, dass die im Südteil der Mauer bemerkte Verstärkung auch den Norden betroffen haben wird. Kolonna 10 war bisher eine Phase, auch wenn Sie das alte, also die Publikation von 1981 lesen, die bisher alleine durch diese Verstärkung der Mauer im Norden dokumentiert ist. Und es muss zu einer dieser Phasen, vielleicht aber auch erst zu der nächsten Phase gehört haben. Diese Bastionen wurden im Folgenden durch Auffüllung von Mauern, das ist die Phase lila, die Sie hier sehen, miteinander verbunden. Das Kammersystem wurde weiter nach Westen zur Innenstadt hin erweitert. Dadurch entstanden hintereinander gelegene Kammerreihen im agglutinierenden Stil. Die Erschließung des Kammersystems erfolgte wahrscheinlich durch eine Nord-Süd verlaufende Wegeverbindung, die westlich an die Kammern angrenzte. Der genaue Verlauf der Wegeverbindung ist unklar, was Sie hier nämlich sehen, was noch nicht ausgefüllt ist. Das ist der heutige Weg, der auf das Tempelplateau führt und hier unten dann übrigens auch wieder herunterführt. Hier natürlich liegt der spätere spätachaische Tempel. Es muss dort einen Weg gegeben haben. Also die Leute konnten ja schlecht von Kammer zu Kammer springen. Und die einzige Möglichkeit bestand in dieser Region hier. Das Schachtgrab wurde nach der Verstärkung der Mauer monumentalisiert, indem es ummantelt und vielleicht mittels der umgenutzten Baurampe auch zugänglich gemacht wurde. Allerdings ist noch zu wenig bekannt über den Inhalt des Grabkultes zu jener Zeit. Also ob man wirklich oben hingehen musste, um einen Kult auszuführen, das ist eine Frage, die noch nicht ganz geklärt ist. In der Mykene war das natürlich später so. Der Beginn einer größerflächigen Bebauung außerhalb der inneren Vorstadt begann den heute bekannten Strukturen zufolge nach den verstärkenden Arbeiten an der Befestigungsmauer. Die älteste derzeit bekannte Mauer in der äußeren Vorstadt ist dieses kleine hellorangene Stück, das nach den Reinigungen, die wir dort durchgeführt haben, der Keramikphase K, das ist späthelladisch 1a und wahrscheinlich sogar noch etwas früher als späthelladisch 1a, zu datieren ist.
Die Beziehung zwischen dieser Farbe Orange und diesen blau-violetten Tönen der inneren Vorstadt ist also nicht ganz geklärt. Es kann also sehr gut sein, dass dieses Orange eigentlich gleichzusetzen ist mit Blau. Dazu fehlen momentan noch Angaben. Es ist aber auf jeden Fall die tiefste Mauer, die bislang dort erhalten ist. Diese Mauer ist derzeit ein Solitär, aber es erscheint möglich, dass wieder einzelne Strukturen vor der Befestigungsmauer, dieses Mal der inneren Vorstadt, angelegt wurden. Also es gab eine innere Vorstadt und davor bereits einzelne Raumstrukturen. Quer zu dieser Vorstadtmauer wurden Kammern angelegt, und im Osten eine neue Umfassungsmauer in Kyklopenmauermark mit einem Turm angelegt. Der Turm ist der hier, der erste Eingang, das ist auch eine Hypothese, die noch geprüft werden muss, ging hier über einen Kanal hinein in die Stadt. Wenn das stimmt, dass diese Blöcke in Kyklopenmauerwerk, die auf jeden Fall hier noch in situ liegen, gemeinsam mit dem Mauerabschnitt hier zu dieser Phase gehören, haben wir damit auch die ehemalige Ostausdehnung dieser Stadt zu fassen bekommen. Im Folgenden wurde das System durch Unterteilung der Räume wiederum verdichtet. Das sehen Sie hier. Es waren eigentlich größere Räume, die in der nächsten Phase, und das ist dieses Schilfgrün, dann verkleinert wurden. Weiter nordwestlich kamen neue Räume hinzu. Gleichzeitig wurde die Befestigung der inneren Vorstadt nach außen verstärkt, ebenfalls die jüngeren Mauern der äußeren Vorstadt. Die Befestigung wurde durch außen vorgelagerte Mauern und einen Turm, das ist der nächste Turm hier, weiter östlich noch einmal monumentalisiert. Der Zugang wurde nun zunächst mittig durch diese zwei Bastionen hindurch verlegt, längs dieses Kanals, des Abwasserkanals, der nach draußen führte. Nach einer weiteren Verstärkung der Befestigungsmauern wurde der Zugang hier oben im Norden vermauert und der Weg verbaut. Der Lehmziegelaufbau der Mauern der inneren Vorstadt wurden dann wohl verwendet, um die Kammern hier zu verfüllen. Das war notwendig, weil nun Bauten über diesen älteren Kammern angelegt wurden. Sie wurden dadurch regelrecht versiegelt und verschlossen. Das sehen Sie hier. Einzelne Mauern sind von diesen Strukturen noch erhalten. Der Höhenunterschied zu den wohl noch genutzten, tiefer gelegenen Kammern hier in der äußeren Vorstadt wurde mitunter durch Treppen ausgeglichen und eine Treppe lag hier. Sie ist leider nach der Dokumentation entfernt worden, sodass sie heute nicht mehr erhalten ist. Das ist die einzige Treppe, die hier bekannt war. Möglicherweise gab es weitere. Es gibt beispielsweise auch hier auf der Innenstadt Spuren einer Treppe, deren Datierung aber unklar ist. Die mykenischen Keramikphasen werden in der vorläufigen Auswertung von Wolfgang Wohlmeier in drei Phasen eingeteilt, deren jüngste eher späthelladisch 3 Mitte datiert. Die Korrelierung mit den Bauphasen müsste nun erfolgen. Die folgenden Abschnitte sind dem ersten Jahrtausend, beziehungsweise also vor Christus und nach Christus, gewidmet. Die protogeometrische und geometrische Zeit, das ist das, was Sie hier hoffentlich noch erkennen können, in dunkelrot, liegt wieder über den älteren Befunden darüber, werden nach einer neueren Untersuchung von Klaus Hoffelner außer einer Reihe von Kindergräbern, die hier aber nicht kartiert sind, ein Brunnen und einzelne, das ist dieser Brunnen, und einzelne Räume zugewiesen. Dazu auch noch, also ein kleiner Brunnen hier und ein größerer Brunnen dort. Das von ihm rekonstruierte große Absidialgebäude, das rekonstruiert er hier. Ich zeige Ihnen das im Detail, das ist die Rekonstruktion von ihm. Im Norden des späteren Tempelfundamentes
ist allerdings aufgrund der Befundlage nicht zu sichern. Das Problem des zeitlichen wie inhaltlichen Übergangs, abrupt oder graduell, von Siedlungsplatz zu Kultplatz ist auch in Aegina, wie an vielen anderen Orten, auch auf der Akropolis von Athen, ist es ja ein Problem, noch nicht mit Sicherheit gelöst. Eine wichtige Rolle für die Erschließung des Kultbeginns spielt ein von Stais 1894 in einem Abstand von 4 Metern zur Tempel Krepis ausgegrabener gebauter Botros, dessen Lage heute nicht mehr befriedigend geklärt werden kann. Auch er ist heute leider weg. Diese Linie zeigt aber, es ist die Linie 4 Meter östlich von der Tempel Krepis, also irgendwo hier muss dieser Botros gelegen haben, wahrscheinlich irgendwo in diesem Areal. Der Botros enthielt neben archaischen Funden auch geometrische Keramik sowie ägyptische Fayencen und Skarabäen. Unter der Keramik waren auch sogenannte Opferplatten, eine wohl aus Argos stammende, einhänklige Keramikform, dessen zahlreichsten und größten Vertreter bislang von Aegina stammen. Diese in das letzte Drittel des 8. Jahrhunderts vor Christus datierenden Platten treten fast nur in Heiligtümern auf und sind die erste belegte Kultkeramik in Colonna. Ältere protogeometrische und vor allen Dingen geometrische Keramik, darunter zahlreiches Trinkgeschirr, belegt dagegen sicher nur eine kommunale Speisung vor Ort, die nicht unbedingt mit dem Beginn eines größeren Kultes in Verbindung stehen muss. Auch das ist ein großes Thema, über das man separat sprechen kann. Nachdem auch die letzten tiefer liegenden Bereiche zugeschüttet und überbaut waren, folgte eine Bebauung aus freistehenden Gebäuden, welche teilweise die früheren noch erkennbaren Fluchten wieder aufnahm und das Gelände der Vorstädte gleichmäßig überdeckte. Sie sehen, dass hier mit diesen Häusern, das sind die Häuser, die bereits Stais dokumentierte, Valerio Stais und später auch Gabriel Welter. Von diesen Häusern sind heute nur noch sehr kleine Reste erhalten. Sie sehen, sie liegen direkt oben auf und hier dazwischen wird wohl ein Weg verlaufen sein. Wohl in ungefähr gleicher Ausrichtung, Sie sehen das wie diese ältere Rampe, die hier runter liegt. Ob zu diesen Bauten, die unterschiedliche Mauertechniken aufweisen und daher in verschiedene Phasen aufgegliedert werden, auch wieder eine Siedlungsmauer gehörte, ist ungewiss, aber eher fraglich. Die Stadt wird sich bereits jetzt unter der heutigen Stadt Aegina südlich von Colonna befunden haben, wo Befunde und Funde historischer Siedlungsstrukturen zutage traten. Das Heiligtum wird zumindest eine immer dominantere Rolle gespielt haben. Allerdings sind außer dem spätarchaischen Tempel, der Temenosmauer im Norden, Sie sehen das hier, und einem von Florenz Felten freigelegten Eingang im Nordosten, das zeige ich Ihnen nochmal hier, der liegt an dieser Stelle, es ist eine Treppe im Nordosten, und beweglichen Baugliedern von älteren Vorgängerbauten des Tempels aus dem 6. Jahrhundert vor Christus kaum wirkliche Baureste in situ bekannt, mit Ausnahme wohl einer Denkmalbasis, die sehen Sie hier auf dem Plan von Madritsch in einer Dissertation zu dem Heiligtum historischer Zeit, die leider unpubliziert ist. Diese Denkmalbasis wurde früher übrigens als Buloiterion gedeutet, aber die Deutung als Skulpturenbasis bei den Ausmaßen von, ich weiß nicht, 3 auf 4 Metern sehr viel plausibler als aus Buloiterion. Leider sind, wenn Sie heute Colonna besuchen und den Weg hochgehen zum Heiligtum, sehen Sie verschiedene Schilder, auf denen ein Artemis-Tempel vermerkt ist oder ein Altar auch vermerkt ist. Diese Schilder stehen immer noch da, wir müssten eigentlich entfernt werden, weil die neueren Untersuchungen von Eduard Pollhammer zum hellenistischen Colonna, eine auch wieder unpublizierte Dissertation in Salzburg 2004 nämlich, nachweisen konnten, dass das, was früher als Altar bezeichnet wurde, ein Ostturm, also der Turm im Osten der hellenistischen Spolienmauer von Colonna ist und die drei Fundamente
die dem Artemis-Tempel zugewiesen wurden, zu unterschiedlichen Bauten gehörten, zwei von ihnen wahrscheinlich zu einem anderen Turm hier im Süden. Ägina war 210 vor Christus in pergamenischen Besitz übergegangen, daher auch diese dominante pergamenische Phase. Und der Heiligtumshügel wurde scheinbar rasch unter Zuhilfenahme von Bauquadern der Heiligtumsbauten befestigt. Der Tempel blieb aber wohl unberührt. Hier sehen Sie in dem Schilfgrün die hellenistischen Strukturen. In spätrömischer Zeit wurde die Mauer hier im Norden weiter ausgebaut. Auch das ein etwas, was viele von Ihnen, die Colonna vielleicht schon besucht haben, kennen. Das ist diese spätrömische Spolienmauer im Norden von Colonna. Wieder unter Zuhilfenahme von Baumaterial des Heiligtums, und deswegen ist wirklich gerade das Heiligtum leider am schlechtesten bekannt in Colonna. Schließlich wurde in byzantinischer Zeit der gesamte Hügel von einer ausgedehnten Siedlung überzogen, von der Charalambos Pennas, der ehemalige Leiter der byzantinischen Altertümer dieses Teils Griechenlands, nur noch einen kleinen Teil südlich unterhalb des Tempels freigelegt hatte. Sie sehen hier die Ansicht, und das ist der Plan seiner Grabung. Diese Siedlung wurde im 9. Jahrhundert aufgegeben, als die Bevölkerung wohl aus Sicherheitsgründen ins Landesinnere nach Paliachora umsiedelte. Damit endet die Bebauung des Hügels, der über Jahrhunderte brach lag, bis die Reisenden im 18. Jahrhundert die Ruinen beschrieben. Hiermit schließt sich auch der Kreis des heutigen Beitrags, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.